Jo Leute, ich bin's wieder, Markus von GV. Ja, ich bin heute wieder Battlefield in die Kampagne, Episode 8 zur Veranität. Ja, mit KSND lässt sich das Geld vermutlich relativ mühelos an seinen Zielort verfolgen, aber es dann auch zu holen, dürfte mir etwas mehr Mühe verbunden sein. Ja, letzte Folge war wieder Ton weg. Ja, obwohl ich beende, wo ich ein Kit gemacht habe. Ich habe keinen Plan, warum. Lass uns keine Zeit verlieren. Starten wir gleich mal los in die Episode 8, aber jetzt kommt eh gleich ein Rückblick. Brauche ich ja nicht so viel erzählen, was jetzt die letzten 2-3 Folgen passiert ist. Ja, ganz genau. Ja, Shadowplay ist so eine Sache. Ich habe jetzt mal irgendwie so angeschrieben und gesagt, ja, Ton geht immer eine halbe Stunde weg. Und das ist nicht schön, das ist nicht schön, das ist nicht toll, habe ich gesagt. Und es muss warm werden oder es liegt an mir, ich habe keine Ahnung. Also ich habe schon in Einstellungen geschaut und bla 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 Internet, es ist, keine Ahnung, da findet nichts. Ich finde nichts davon, wieso das so ist. Keine Ahnung. Das bleibt geheim. Und ja, jetzt schauen wir mal. Na, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Preston Chim, Haftbefehl gesucht. Okay. Machen wir weiter. Was bisher geschah? Wir bieten ein Netzwerk aus Cops, Armeepartnern und Grenzschutz. Wer uns bezahlt, erhält Zugriff auf das Netzwerk. Wenn wir das in eine der Aktentaschen schmuggeln, können wir es tracken. Du willst also Dors schmutziges Geld klauen, bevor es gewaschen wird? Klingt gut, aber das musst du alleine durchziehen. Kangs Mörder war vielleicht ein alter Freund von mir. Hast du Stoddard erwischt? Ich dachte, ich gehe dir einfach mal zur Hand hier. Ja. Habt ihr die Nachrichten gesehen? Was, das mit Rock? Offenbar habt ihr zwei einen Schaden von $3 Millionen angerichtet. Der Typ lebt eben im wahrsten Sinne im Glashaus. Oh yeah! Ich hab was Cooles! Bam! Und das wäre? Wo Dors sein schmutziges Geld aufbewahrt. Deine Taktik ging also auf. Hier wurde Kais Handy hingebracht. Dors Firmenzentrale. Die Bude ist eine Festung. Wir reden hier von Privataufzügen, kugelsicheren Fenstern und jeder Menge... Das Gebäude kenne ich. Ist auf dem Foster Key vor der Küste von Miami. Und hier ist ein Auftrag für einen Tresor, der vor 6 Monaten in der Penthouse Suite installiert wurde. Okay. Und weiter? Dicke Stahltür mit Kombinationsschloss und Magnetversiegelung. Jawohl. Also sprengen wir ihn. Ah, dafür bräuchtet ihr so viel Sprengstoff, dass das Gebäude platt wäre. Also sprengen wir nicht. Oder doch? Ich kannte mal welche, die hatten einen Autodialer, einen Safe-Knacker-Roboter. Sie nannten ihn den Brecher. Die Dinger sind ultraschnell, die können jeden Kombinations-Safe knacken. Ruf an, wir leihen ihn aus. Schon passiert. Müssen ihn nur abholen. Jawohl, gutes Team. What the fuck? Arsch der Welt, Alter. Aber was ist das Wort? Im Dinner. Lass change. Ungewöhnlich für einen Safe-Knacker. Hast du echt mal hier gelebt? Ja klar. Nach der Army war ich durch den Wind. Hm, naja, fand hier einen Freund. Und blieb erstmal hier. Unter der Dusche, hm? Sehr lustig. Was warst du in der Armee? Datenspezialist. Man macht sich eben nützlich, klar. Versuch du mal in einer Wirtschaftskrise als unehrenhaft Entlassener einen normalen Job zu kriegen. Hm. Lange Geschichte, Mann. Bin abgehauen. Und wie lange? Eigentlich bin ich immer noch flüchtig. Wie sieht's mit dir aus? Was ist deine Story? Jawohl. Oh! Markus! Dune! Oh. Du bist fett geworden. Was? Und du bist ganz schön lecker geworden. Ach, hör auf, wenn ich nicht so voll Staub wäre, bräuchte ich Sonnenschutzfaktor 5800. Oh, sorry, das ist der Freund, von dem ich dir erzählt habe. Hi, ich bin Nick. Na, hallo, Mr. Nick. Du siehst gut aus. Im Ernst jetzt. Danke. Flirten und also, irgendwie... Hast du den Safe-Knacker oder nicht? Nein, wir müssen ihn im Lager abholen. Oh, im Lager? Ich dachte, wir würden, Ist dein Vater da? Mann, der ist nicht mehr sauer auf dich. Sicher? Der macht nicht gleich den Shampoo auf, wenn du kommst, aber... Tja, dann holen wir ihn wohl ab.
Ey, habt ihr Bock zu fahren? Klar, warum nicht? Geil, Mann! Du musst nach rechts, Nick. Nach rechts, okay, nach rechts. Bin ich im Arsch der Bilder. Ist und, aber nichts. Was treibst du jetzt so? Wie immer. Hier oder auswärts? Meist auswärts. Wo muss ich hin? Folgt der Straße, ich sag dir dann Bescheid. Macht dir die Arbeit Spaß? Mir macht die Kohle Spaß. Was machst du so, Nick? Mit Boomer arbeiten. Oh, und das klingt nach Spaß. Echt aufregend. Wie geht's deinem Dad? Hat er immer noch seine scheiß Waffe? Marcus! Die Welt dreht sich doch nicht allein um dich. Er hat's längst vergessen. Hey, ich muss wissen, was mit euch beiden los ist. Naja, wir... Marcus und ich waren sehr verliebt. Das hat meinem Dad nicht gefallen. Dann rate mal, warum. Als Marcus uns damals verlassen hat, wollte er... Dich mitnehmen. Mich entführen, sagte mein Dad. Was echt total romantisch war. Aber mein Dad war sauer deswegen, denke ich. Zeig ihm mal dein Armband. Oh! GPS. Er weiß immer, wo ich bin. Super. Ja. Ja. Möchtet? Warum? WTF? Bett nicht so ein Spitzel. Scheint ein Hitzkopf zu sein, dein Dad. Er war im Seal Team 6. Er war nicht im Seal Team 6. Und wegen diverser Probleme mit der Tyrannei der sozialistischen US-Regierung hat er mit anderen Patrioten eine Gemeinschaft gegründet. Patrioten? Sind die bewaffnet? Waffen ohne Ende. Nick, schon gut. Ich kenne die Leute. Die meisten sind Hippies. Naja, deine Hippies sind alle weg. Alle weg? Was? Wohin denn? Einfach weg. Ups, jetzt war ich hier scheiße zusammen. Ein bisschen. Wo jetzt hin? Der Feldweg da vorne, da müssen wir lang. Bitte noch hier ein bisschen hier Verkehrsregeln beachten, was du wüsste. Feldweg. Soll ich ihn jetzt da? Ja. Ich kann ja, nicht mehr. Werden wir. Dann solltest du hier mehr reinfahren, ne? Nee. Ah, der. Schau an, schau an. Marcus Boone, der verlorene Sohn und so weiter. Hey, Mr. Alpert. Danke für dieses Treffen. Das war ja wohl das Mindeste. Und du bist sicher Nick. Boomer sagt, hier gibt's einen Apparat, der jedes Kombinationsschloss knacken kann. Aber sicher doch, Nick. Hab nur noch ein wenig Geduld. Nick! Mendoza, stimmt's? Oh! Sie an, sie an. Und schon wird's ernst. Mein Dad überwacht meine Anrufe. Ja, etliche Leute wollen mit dir sprechen, Mendoza. Zum Beispiel dieser Typ aus L.A., Stoddard, sagt, er zahlt 250.000 für dich. Lebend. Er ist gerade unterwegs hierher. Sorry, Marcus. Jungs, warum bringen wir nicht Mr. Mendoza und Marcus rüber in die Präsidentensuite? Hey, du hast gesagt, nur Nick. Marcus ist hier nicht willkommen. Das war ja nie. Oh, Baby, es tut mir so leid. Holt sie von diesem Arschloch weg, bevor ich kotze. Und Marcus, um eins klarzustellen. Hautfarbe spielt keine Rolle. Meine Abneigung ist rein persönlicher Natur. Wichser. Nicht ihr Spasti, Alter. Ja, jetzt geht's los, ne? Oder immer noch nicht, ich weiß nicht. Jetzt kommen wir wahrscheinlich Knast oder irgendwas, keine Ahnung. Ich denke, wir müssen abbauen. Wieder lange Ladescreen. Lange, lange Ladescreen. Wir haben schon 10 Minuten. 9,5 Minuten. Sieht so, ob wir die kleine Station werden irgendwie so. Keine Ahnung. Ja, im Knast. Ah, wir sind da. Beats. Ich habe relativ gute Neuigkeiten. Ach nee. Wo ist der Herr? Dune hat ihn mir zugesteckt. Dune, die uns reingelegt hat.
Nun, die dich reingelegt hat. Die ist da ja, eigentlich ganz nett. Ja, klar. Okay, bleib hinter mir. Klar, nur zu. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Da hast du völlig recht. Ja, das müssen wir. Was zur Hölle ist das hier? Raketensilo. Mitte der 90er stillgelegt. Sollte nicht hinter uns bleiben. Bitte sag mir, dass Alp hat keine Atombombe. Ja, keine Atombombe. Soweit ich weiß. Seht ihr was? Boah, Alter, die Musik soll die Schnauzen halten. Ohne Witz, die Schnauzen. Okay. Okay, hier lang. Mal hier lang. Irgendwo eine Luke, geil. Wie viele Kugeln hast du? Nicht viele. Los, wir müssen die Luke finden. Ja, da rechts nicht gucken. Nein, da können ja keine stehen. Vorsicht! Was machst du, Boomer? Sehr schön. Wir sind da lang. Ich glaube nicht. Nein. Was machst du, Boomer? Mensch. Oh fuck! Moment. Ich mach das schon. Leg los, Mann! Oh, was ist da? Was ist da? Drogenlabor. Chicken, was ist Chicken Noodle? Chicken Noodle Suppe. Ich mochte diesen Marcus eh noch nie. Kleiner Klugscheißer. Unfassbar, dass ihr jemals solche Arschgeigen am Start hattet. Mann, wir hatten hier alles. Mexikaner, Hippies und so ein Typ. Keine Ahnung, was das für einer war. Dann kam Tony und auf einmal war alles anders. Bewegt er sich noch, oder? Der Mexikaner. Das war ein Kopf. Oh Mann, hier gibt's viel zu viele Bullen in letzter Zeit. Naja, er ist kein Kopf mehr. Tony sagt, er ist vor ein paar Tagen aus dem Knast ausgebrochen. Und wer bezahlt das Kopfgeld für den Bullen? Tony weiß es nicht. Die Nummer war auf dem Handy von dem ATF-Agent. Eine Viertelmillion für einen Mexikaner? Scheiße, Mann, die sind aber teuer geworden. Jemand muss sich mal um die Bastarde kümmern. Wenn sie noch die Durst haben. Wenn ja, bekommen sie erst recht nichts.
akzeptieren. Keine Bewegung! Hey, hey, hey! What? Ach du Heidi. Fuck, warum konnten die mich durchziehen? Lol. Ich bin tot. Geil. Ja genau, ich verhafte und dann... Ja, sicherlich. Aus Hilon kommen, ja. Diesen Markus eh noch nie. Kleiner Klugscheißer. Unfassbar, dass ihr jemals solche Arschgeigen am Start hattet. Mann, wir hatten ja alles. Mexikaner, Hippies und so ein Typ. Keine Ahnung, was das für einer war. Dann kam Tony und auf einmal war alles anders. Hey, der Mexikaner. Das war ein Kopf. Oh Mann, hier gibt's viel zu viele Bullen in letzter Zeit. Naja, er ist kein Kopf mehr. Tony sagt, er ist vor ein paar Tagen aus dem Knast ausgebrochen. Und wer bezahlt das Kopfgeld für den Bullen? Tony weiß es nicht. Die Nummer war auf dem Handy von dem ATF-Agent. Eine Viertelmillion für einen Mexikaner? Scheiße, Mann, die sind aber nicht geworden. Jemand muss sich mal um die Bastarde kümmern. Mal sehen, ob die Durst haben. Wenn ja, bekommen sie erst recht nichts. Boah, fuck. Muss ich wieder eher die Schnauzen. So. Dankeschön. Ist noch einmal? Nein. Oh, was haben wir denn da? Hey, einer der Idioten hatte meinen Scanner. Hey, da ist eine Leiter. Da können wir raus. Ja. Okay. Na ja, komm mal, Nick, ne? Also, ist sie abgeschlossen. Aus Hilon kommen, meinst du? Ja. Verstehe. Oh, ja, ich weiß, wo wir sind. Wo sind wir? Hallo. Ja, gut. Bin ich dumm? Bin ich dumm oder was? Hey. Oh shit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach du Heilige. Ja, jetzt muss ich wieder... nein. Ich mochte diesen Markus eh noch nie. Kleiner Klugscheißer. Unfassbar, dass ihr jemals solche Arschgeigen am Start hattet. Mann, wir hatten ja alles. Mexikaner, Hippies und so ein Typ. Keine Ahnung, was das für ein... Dann kam Tony und auf einmal war alles anders. Hey, der Mexikaner. Das war ein Koch. Oh Mann, hier gibt's viel zu viele Bullen in letzter Zeit. Naja, er... Tony sagt, er ist vor ein paar Tagen aus dem Knast ausgebrochen. Und wer bezahlt das Kopfgeld für den Bullen? Tony weiß es nicht. Die Nummer war auf dem Handy von dem ATF-Agent. Eine Viertelmillion für einen Mexikaner? Scheiße, Mann, die sind aber teuer geworden. Jemand muss sich mal um die Bastarde kümmern. Mal sehen, ob die Durst haben. Wenn ja, bekommen sie erst recht nichts. Der läuft im Kreis um, der Depp. Der würde nicht viel erreichen. Hey, einer der Idioten hatte meinen Scanner. Bleib, wo du bist! Was zum Teufel? Oh, das war jetzt wieder eine Bocke. Ja, meine Schnauzen da oben. Dankeschön. Immer noch. Hey, da ist eine Leiter. Da können wir raus. Ja, yeah. Okay.
Boomer, bist du vor oder nicht? Okay. Ach nee, der kommt. Eins ist ja abgeschlossen. 500 Points. Hä? Vorhin steht das nicht drauf, ne? Oder ich schaue es mir nochmal an. Aber vorhin steht das nicht drauf. Licht. Okay. Wir müssen unsere Sachen holen. Was? Bist du krank? Lass uns verschwinden. Hey, wenn Stoddard sie findet, sind Kai und Tyson geliefert. Okay, das ist zu riskant. Shit. Okay, wie soll das gehen, Mann? Da wimmelt's vor Elperts Leuten. Auf der linken Seite müssten wir reinklettern können. Okay, Moment. Oder wir könnten da rechts unter dem Zaun durch. Tja, oder wir greifen frontal an. Wenn's okay für dich ist. Du gehst vor. Ich bleib hinter dir. Dachte ich's mir doch. Leider. Los jetzt. Ja, ja. Komm. Du bringst mich echt nach oben, Mann. Ist dieser... Nick, geh zu dem Trailer. Ja, Preston, Jim. Mal Jim Preston. Okay, da kann man wohl... die Alarmanlage ausschalten. Das sind... ich sehe einen da. Zwei... ja, die meisten sind da natürlich rechts. Mein Funkgerät. Ich versuche, du zu erreichen. Scheiße, hast du keine anderen Freunde? Nicht hier. Okay. Also 1, 2, 3, 4. In der Mitte sind ungefähr 3 und hier sind 2. Ich der Meinung, dass wir links gehen, der weniger los ist und da gleich das Alarmding ist. Okay, wo können wir drüber klettern? Da links, habe ich gehört? Nein. Ah, da, okay. Gehen wir auch gleich schnell runter. Ich sehe keinen. Da, da. Oh, da haben wir einen. Oh, das ist so sneaky wie möglich. So, Alarm ist deaktiviert. Trennen sie sich oder nicht? Weil dann würde ich sie ausschalten, wenn sie trennen, aber ich glaube, die trennen sich nicht. Wir sehen uns aber auch nicht, das ist gut. Der sieht uns aber. Ne, es trennt nicht, aber der links sieht uns. Oh, shit, war das jetzt knapp. Das ist hier weg, muss hier weg kurz. Du hast nichts gesehen, überhaupt nichts, gar nichts, nothing. Okay, da ist der Preston. Was ist, wenn ich das in die Luft bringe? Was jetzt? What the fuck? Was sind da mehrere? Hey, hier drüben!
Ja klar. Kein Schutz hier. Er ist hier. Muss eigentlich. Alles schön auf die Hand kann. Und exploding. Fuck. Ist jetzt ein Lift gejagt? Wir haben ihn! Hier drüben! Headshot. Lassen Sie mir gehen. Der liegt da unten. Ja. Kutzi, 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 kutzi. Kommt, 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 kommt. Genug, Mensch. Ja gut, ne? Wir brauchen unsere Sachen. Ich glaube, der ist tot und schon hinten. Oh, schade. Ich halt, ich bin zu Boomer. Neuer Fallgriff, ja, okay. Ich wäre dafür, dass wir das jetzt nicht lüften. Okay, nichts wie weg hier. Wo bist du? Ah, da hinten. Wo, da muss ich hin? Da muss ich hin. Zum Aulu-Symbol. Symbol. Dum, 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 dum. Laufen wir alle, wie weit denn? Oh, die Schlampe. Jungs, hier rüber, los! Na los! Schnell versteckt. Einsteigen! Und eine Stunde ist im Auto. Hey, was ist hier eigentlich los? Bereiten die sich hier alle schon auf ihre eigene Apokalypse vor, oder wie? Ja, Tony ist durchgeknallt. Ach was. Wozu braucht ihr überhaupt einen Safe-Knacker-Roboter? Um was zu klauen? Na, immerhin dient es einem wohltätigen Zweck. Wohltätig. Geh zum Flugplatz, da ist der Brecher. Okay, bist du sicher, dass er da ist? Klar bin ich sicher. Da lagert Tony seinen ganzen Kram. Fahr einfach. 29 Minuten, Alter. Okay, eine Sache verstehe ich nicht. Ach ja? Es gibt so einiges, was ich nicht verstehe. Hörst du mir zu? Tony, warum hast du deinem Dad das erlaubt? Ich dachte, Nick wäre einer deiner Arschlochfreunde. Aber in Wahrheit ist er ein Kopf, was irgendwie noch schlimmer ist. Aber egal. Ja, ja. Du weißt, dass du jetzt mit uns kommst, oder? Ist das so? Scheiße! Scheiße! Boomer! Ich könnte euch auch an diesen Stoddard-Typen übergeben und mir 250.000 Scheine verdienen. Was soll denn das jetzt? Mann, ich verarsche euch doch nur, Jungs. Du hast sie doch nicht, Alter. Die ist nicht mal geladen. What the shit? Ja, zapfollen. Halt rein, fliegen sind wir down.
Ja. Schau jetzt mal. Sind alle okay? Dune ist verletzt. Mich hat's am Arm erwischt. Mein Bein ist am Arsch. Mann, wir müssen Hilfe holen. Marcus, die Typen aus dem Hinterhalt, sie kommen. Du weißt ja noch warum? Stimmt. Nick, halt sie auf. Ich überleg mir was. Im Kofferraum sind Waffen. Okay. Wenn die noch, Hier hat sich einiges geändert. Einiges. Im Kofferraum gibt's keine Waffen. No. Ist er da unten oben? Komm noch mehr! What the fuck? What the... Shit. Scanner. Oh shit. Das war ich gar nicht so. Nächste Geschütze. Und wir sind gleich wieder.